Hallo, herzlich willkommen auf The Sunny Side. Herzlich willkommen bei... Wir machen heute mal einen kleinen Rundgang, was wir bis jetzt geschafft haben. Wir haben heute den... Was haben wir denn heute? Wir haben heute den 15. Februar. Wir haben am 1. Mai hier angefangen umzubauen. Und wir sind kurz vor einem Schlüsselerlebnis auf der Baustelle. Und zwar bekommen wir in 2 Wochen Estrich. Und wir sind mittlerweile so weit, dass der Estrich reingelegt werden kann. Und da würde ich sagen, wir gucken uns doch jetzt mal um, was wir bis jetzt alles geschafft haben. Guck mal, fangen wir hier draußen an. Könnt ihr euch noch an das Bild erinnern? Ich habe es mit der Dose auf die Wand gemalt. Da soll die Eingangstür hin. Und da ist jetzt die Eingangstür. Und da drin warten auch schon die Mädels. So, gehen wir doch mal rein. Hallihallo, willkommen, willkommen. In der Wohnung. Wir stehen jetzt in der unteren Wohnung. Und hier ist die Eingangstür. Und so sieht das mittlerweile aus. Alles verkleidet mit Rigips. Und es ist schon gespachtelt, und zwar vollflächig gespachtelt. Und die Steckdosen, damit alles schon drin. Und hier hängt schon eine Birne. Ja, und jetzt passt mal auf. Birne, voilà, die geht an. Die geht an. Tada! Wir haben ja auch schon Strom. Mal Elektro, das wurde gemacht von einer Firma und wir haben eigentlich nicht ein Kabel angefasst. Wir haben nur gesagt, da soll das hin. Und ich glaube, das ist auch besser so. Und hier bei YouTube über Elektro zu reden, ist sowieso ein nicht so gutes Thema, weil Elektro macht ja jeder besser. Und von daher lassen wir das einfach. Wir haben jetzt Schalter und Strom kommt aus der Steckdose und gut ist. Wie sich das gehört. Wir haben ja beim letzten Mal auch diese ganzen Rollladenkästen weggemacht. Ihr seht, die sind jetzt wunderbar eingeputzt. Die ganzen Kabel hier für die Elektromotoren, die haben wir alle vorbereitet. Hier sind die drunter, die sind aber alle schon überputzt. Also wenn man das mal außen nachrüsten möchte, kann man das machen. Oder Rough Stores, dann kann man einfach durch die Wand bohren, das da oben anschließen. Und hier sind auch die Dosen für die Schalter. Also das ist alles in der Wand, ist aber weggeputzt, dass das jetzt nicht stört. Und ganz ehrlich, hier ist halt das Ding, hier ist Westen, ne? Die Seite ist Westen zum Garten. Und da oben ist ja dieser Berg und da geht die Sonne so im Sommer, um 8 Uhr geht die da runter und durch den Bach kommt eine Kühle hier hoch. Und dadurch, dass wir hier sowieso halb im Keller, im Hang liegen, ist es hier drin noch nie heiß gewesen. Also die Leute können sich quasi freuen, wenn sie ein paar Sonnenstrahlen in ihr Wohnzimmer und Esszimmer und Küche haben. Das nächste Thema, was angesprochen wurde, oh Gott, ich habe ein Haus mit unterschiedlich farbigen Fenstern. Da könnte ich nicht mit leben. Wir haben das jetzt erstmal so gelassen, aber ich habe schon recherchiert, man kann diese Fenster streichen. Es sind Kunststofffenster, es sind keine Holzfenster und man kann, die haben nur so eine Holzoptik, aber man kann die halt streichen. Das ist aber Priorität Nummer keine Ahnung was, deswegen lassen wir das jetzt erstmal so, aber im Laufe der Zeit werden wir die wahrscheinlich auch noch streichen oder von dem, der dann hier drin wohnt, streichen lassen. Korrekt. Kann man denn schon sagen, wer einzieht? Das kann man auch vielleicht sagen. Ja. Ja, es zieht nämlich meine Schwester ein. Yay! Und ihr Freund. Das heißt, die können streichen. Genau. Und wir haben hier unseren hauseigenen Babysitter am Start. Ja. Der Raum, riesengroß. Da vorne ist die Küche, da oben sind überall solche ganzen Kabel aus der Decke für Spots über der Küche. Die kommen nämlich dann hier hin. Und da, wo Caro jetzt steht, ist das Wohnzimmer. Und hier, wo ich jetzt stehe, ist das Esszimmer. Und wir müssen noch die Fensterbänke setzen. Die stehen hier einfach noch, einfach dumm auf dem Boden. Das muss ich noch machen. Das sind einfache weiße Fensterbänke.
die hier so, die kann man millimetergenau bestellen und die sind einfach weiß und kommen dann hier rein gesetzt und dann ist das auch alles fertig. Wie witzig wäre das, wenn die nicht weiß wären, sondern einfach so aussehen würden, wie die da so liegen. Und so, ja, wir haben die, wir machen Werbung. Get something called a pen. Get something called a piece of paper. Ich höre gerade auf Binkist David Allen, How to Get Things Done. Weil, ey, bei den ganzen Projekten, die wir haben, muss man sich irgendwie organisieren, dass man seinen Scheiß zusammenkriegt. Weil das ist gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Und der Junge ist echt gut. Es hat mir echt weitergeholfen, seine Sachen aufzuschreiben, weil er sagt, der Kopf ist zum Ideen haben da und nicht zum Ideen behalten. Für die, die Binkist noch nicht kennen, Binkist ist eine App, in der es über 5000 Sachbücher und Podcasts in 15 Minuten großen Happen zum Verstehen gibt. Es gibt 27 Kategorien und ich benutze das super gern beim Autofahren, hier auf der Baustelle oder beim Gassi gehen. Es gibt die Blinks auf Deutsch und Englisch, ich höre sie gerne auf Englisch. Das neueste Feature bei Binkist ist Binkist Connect. Damit bekommst du mit einer Premium-Mitgliedschaft zwei Accounts und der zweite Account ist komplett kostenlos. Wenn du jetzt neugierig auf Binkist geworden bist, habe ich natürlich was für dich. Erhalte 25% auf die Premium-Mitgliedschaft und damit zwei Accounts zum Preis von einem. Das Beste ist, du kannst mit einer kostenlosen 7-Tage-Testversion starten. Da kannst du alles ausprobieren, alles anhören, voll funktionsfähig und dann entscheiden, ob das Ganze was für dich ist. Klick hier unten einfach auf den Link oder in der Videobeschreibung und hol dir deine kostenlose Testversion. So, kommen wir jetzt hier durch diese einzige Tür. Kommen wir jetzt hier in den Flur, den wir komplett begradigt haben. Hier waren ja 1000 Kanten und Absprünge, Versätze und so. Wir haben hier richtig aufgedoppelt, wie man hier sieht, dass wir hier nur noch eine Wand haben. Und dann haben wir den Versatz hier genutzt und haben eine Garderobe gebaut. Und da habe ich schon so ein paar Strahler reingesetzt. Und hier ist das so ein bisschen nach hinten verlegt. Und da kann man jetzt quasi seine Jacken aufhängen, weil man das ja vorne nicht so hat. Ich habe einen Krankenwagen hier an Bord, deshalb habe ich sie auch auf dem Arm. Und jetzt kommen wir hier ins Schlafzimmer, was vorher die Küche und das Badezimmer war. Genau. Hier haben wir jetzt ein riesengroßes Schlafzimmer. Hier haben wir extra dieses kleine Stück Wand stehen lassen, dass man sich jetzt hier, entweder macht man sich einen Vorhang hier vor oder stellt sich einen Schrank hier rein, das auch so ein bisschen als Utensilien für die Haushaltsgeräte, weiß nicht, ein Bügeleisen, ein Staubsauger oder was man halt so braucht, das könnte man dahinter machen. Dann hat man eh noch genug Platz hier für einen Schrank und man hätte genug Platz, um hier sein Bett hinzustellen. Wir haben mal da Steckdosen geplant, dass man das Bett da hinstellt. Oder wir haben auch da eine Steckdose und da, dass man das Bett so hinstellt. Also wir haben für alle Eventualitäten das hier mal so vorbereitet. Hier ist noch dunkel an dem Fenster, weil oben ein Brett drauf liegt. Aber da kommt eigentlich auch sonst noch Licht rein. Und das ist ein schöner, großer Raum geworden. Und wo ich hier noch dieses Gerät sehe, das blüht mir nämlich noch. Ich muss dieses ganze Gespachtelte hier noch alles schleifen. Ich finde, es sieht zwar schon perfekt aus, aber das muss einfach geschliffen werden. Ja, ich habe schon mal 2 Sekunden versucht. Es ist leider so unfassbar schwer. Ich weiß nicht, wer es von euch schon mal ausprobiert hat. Also wer Mukis bekommen will, der kann sich da mal mit beschäftigen. So, kommen wir hier weiter durch den Gang. Hier war ja früher die Tür in die Wohnung. Das ist jetzt nur noch die Tür in den Keller. Und dann kann man hier quasi in den Heizungsraum gehen. Hier ist quasi noch die alte Heizung und da ist schon ein neuer Zählerschrank. Ich habe übrigens diese Wand dahinter, da war ja mal eine Tür, die habe ich zugemauert. Kommen wir jetzt hier weiter. In den hinteren Bereich hier ist die ganze Stromversorgung, hier sind die ganzen Sicherungen für die Etage, hier kommt die Verklemmung für die Thermostate, für die Räume hin und hier unten ist der Anschluss für die Fußbodenheizung, das ist dann das nächste, was wir machen. Und hier ist das kleine Arbeitszimmer, Schrägstrich Kinderzimmer, ja, ein kleiner Raum. Schrägstrich zum Balkon. Hier kann Letty dann übernachten, wenn sie bei meiner Schwester übernachtet. Genau, hier kann dann Letty runtergehen. Ja. Und einfach ein kleiner Raum.
mit schönen Laden, hat natürlich auch Licht. Alles hat Licht. Hier unten funktioniert einfach alles. Tipptopp. Kommen wir weiter in den hintersten Raum. Hier ist das neue Badezimmer. Alles neu. Und hier haben wir bis jetzt auch nur einen Spot da oben, den wir mal testweise da eingebaut haben, ob uns das gefällt. Und wir haben hier auch neue Fenster drin. Hier unten haben wir zwei kleine Kunststofffenster drin, weil das einfach besser ist fürs Bad, wenn hier viel Feuchtigkeit ist, dass das einfach Kunststofffenster sind. Die sind dann die sind dann nicht so anfällig und hier unten interessiert das eh keinen. Die sind jetzt einfach weiß. Ey, die waren mega teuer. Ich glaube, ein so ein kleines Kackfenster da hat 900 Euro gekostet. Und das kleine 700 oder so. Hier unten, wo ich das alles freigestemmt habe, liegen die Rohre drin. Hier ist jetzt der Ablauf für die Dusche. Hier ist das Klo, der Kloanschluss. Hier ist die Anschluss für eine Waschmaschine. Und hier kommt das Waschbecken hin. Ja, da wo ich stehe, ist quasi dann so ein Schränkchen oder kann auch noch die Waschmaschine, glaube ich. Nee, da kann sie nicht. Und hier die, und die ganze Decke haben wir auch mit Spots wieder voll gemacht, dass wir hier gut Licht reinkriegen. Und das ist alles voll und da ist schon einer drin. Genau, dann wird es auch schön hier. Genau, weil wir müssen, hier ist ja Hangseite, dass wir hier viel Licht, deswegen auch viele Spots hier in diesem Flurbereich, dass wir den richtig schön hell kriegen, dass das angenehm ist hier hinten und dass man hier so ein bisschen dieses Kellerige verliert, weil da ja auch kein Fenster ist in dem Flur. So, das ist die untere Wohnung. Also ich finde, hier ist richtig krass viel passiert. Es muss jetzt halt noch geschliffen werden, die Fensterbänke gemacht werden und der Estrich. Und der Estrich ist jetzt das Erste, was reinkommt. Oder das nächste, es gibt jetzt, die nächsten Arbeitsschritte sind, dass hier der Boden mit so Bitumenbahnen abgesperrt wird, dass keine Feuchtigkeit nach oben steigen kann. Und dann kommt da eine Dämmung drauf, und dann kommt eine Noppenfolie da drauf. In die Noppenfolie werde ich dann mit dem Heizungsbauer zusammen die Heizungsrohre legen, also diese Schleifen für die Fußbodenheizung, die dann da hinten an dem Verteiler angeschlossen werden. Und dann kommt die Woche drauf der Estrich hier reingegossen. Und wenn der drin ist, muss der sechs bis acht Wochen muss der trocknen. Ja. Und in der Zeit gibt's dann, baue ich den Defender weiter. Und ab nächste Woche machen wir ein neues Projekt, das wir auch schon auf Instagram vorgestellt haben. Da könnt ihr euch auch drauf freuen, hier auf YouTube. Ja. Weil wir machen ja auch alles parallel und nebeneinander. Ja, weil sonst wird es zu langweilig einfach auch. Ja, Haus, total. Hallo. Ist einfach kann nicht, ja jeder. Ist einfach nicht tagesfüllend, das Projekt. Nein. So, viele haben auch noch, ich komme auch noch mal gerade schnell zu dem Thema wegen Außendämmen und Rigips, haben ja auch viele gesagt, oh Gott, ihr habt das alles rausgerissen und jetzt macht das wieder rein. Das ist doch mega scheiß. Aber ganz ehrlich, das ist vollkommen egal, würde ich jetzt mal sagen. Dass dahinter Luft ist, ist auch egal. Solange da kein Styropor drin ist, ja, kann die Feuchtigkeit durch die Rigipsplatte, durch die Außenwand, das kann einfach nach außen diffundieren. Da komme ich dann nochmal in einem separaten Video zu, wie wir das Haus hier dämmen werden. Wir werden nämlich kein Styropor außen drauf kleben, sondern das Haus soll weiter atmen, weil man weiß immer nicht, wie viel Feuchtigkeit durch die Kapillarwirkung der Steine, ist das alles mit solchem Bitumenband wirklich abgedichtet oder zieht es von unten Wasser nach oben. Deswegen werden wir das nicht verkleben, weil das wäre, glaube ich, nicht so gut und dann hätten wir nämlich eine Schicht, die dann keine Feuchtigkeit mehr rauslassen würde und das machen wir nämlich nicht, wir dämmen anders. Aber dazu dann zum Dämmvideo. Und jetzt gehen wir in den Flur, hier hat sich auch einiges verändert. Lecko funny, ey. Hier haben wir nämlich ordentlich geflext. Die geht jetzt einmal komplett bis nach oben in die, von hier aus, zweite Etage. Hier steht übrigens unsere alte, neue Heizung, die jetzt erstmal diesen Betrieb
übernehmen wird. So, seht ihr die dicken Rohre da oben? Das sind schon die Vorbereitungen für eine zukünftige Wärmepumpe. Ich zeige noch mal eben draußen, wie das aussieht. Nächster Schritt ist ja auch hier die Hütte weg und dann das alles freibaggern, weil wir hatten unten so ein bisschen Feuchtigkeit in dem Bad. Das haben wir auch mit einer Ständerwand abgetrennt und das weggedämmt, dass sich die kalte Wand und das Badezimmer nicht berühren. Aber wir müssen hier einmal ausschachten. Das werden wir jetzt im Frühjahr machen. Und dann werden wir hier quasi unsere Terrasse hinbauen. Aber hier klettern wir mal unter die Hütte. Haben wir alles vorbereitet. Hier kommen dicke Leerrohre und Kabel für eine Wärmepumpe raus. Plus das da oben, die ist jetzt einfach so geschleift, dass man die abdrücken konnte, dass man auch gucken kann, ob die dicht ist. Da kommen die Rohre für die Wärmepumpe an. Also bohren, eine Erdsonde geht hier nicht. Ich habe mal angefragt, ob man vielleicht einen Wärmetauscher in den Bach hängen dürfte. Das haben wir aber noch nicht weiter verfolgt. Und das wäre nämlich auch noch so eine Idee, dass man dann quasi einen Wärmetauscher in den Bach hängt. Aber das weiß ich noch nicht, wie wir das genau machen. Aber die Vorbereitungen dafür sind getroffen. Das ist dann mal für ein Zukunftsprojekt. Elektrik, Heizung, Sanitär, Wasser haben wir alles machen lassen. So, hier ist die Wand, was mal ein Geländer war. Und jetzt sind wir in der oberen Etage und hier hat sich auch einiges getan. Hier ist das schöne Innenfenster und hier haben wir jetzt quasi die Tür zum Keller, die das Ganze wunderbar dann absperrt. Hier ist unsere Treppe nach oben. Jetzt kommen hier die Stufen raus. Alter, die liegen auch einfach nur auf hier, die Stufen. Die kannst du so rausziehen. Braucht jemand Marmorstufen? Da das Zeug drauf war. Ja. Leck mich am Arsch. Im Keller lassen wir einfach diesen Marmor drauf, weil da stört es ja keinen. Und jetzt sind wir in der oberen Wohnung. Und so ist der Blick, wenn man reinkommt. Was wir auch immer noch nicht haben, wir haben immer noch keine Haustür, weil wir uns einfach nicht entscheiden können, weil das ist ein krasses Thema, eine schöne Haustür zu finden. Wenn ihr schöne Haustüren seht, kennt, wisst, wo es die gibt, lasst oder es uns habt. Oder habt, lasst es uns in den Kommentaren unten wissen und ja, weil wir sind wirklich sehr, gebt uns sehr, doch mal sehr Tipps verzweifelt für schöne Haustüren, weil das ist wirklich ganz schön schwierig und ja, das, deswegen haben wir das einfach, haben wir gesagt, okay, wisst ihr was? Wir lassen jetzt einfach erstmal die Bautür, bis wir was Schönes gefunden haben und dann sagen wir, yo, die ja, nehmen weil wir. Weil jetzt gerade ist sogar die Bautür hübscher als manche andere Wohnungstüren. Jo. So, hier ist der Gang. Hier ist das quasi jetzt alles offen. Also man ist früher durch die Tür, also es war ja so, dass man da reingekommen ist. Also hier war der Eingang neben den Glasbausteinen. Also hier fing die Treppe an, hier war der Eingang und da waren die Glasbausteine. Und dann ist man entweder nach oben gegangen oder hier durch die Tür weiter geradeaus. Also hier sieht man noch, wo die alte Wand stand. Jetzt ist das schon eine Weile so und ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie es vorher war. So, hier oben ist bis jetzt auch erst die Decke vollflächig gespachtelt und die Stöße sind gespachtelt, aber es ist noch nicht fertig gespachtelt, weil hier ist noch nicht der Elektriker ganz fertig, der kommt morgen, dann werden hier die ganzen Sachen angeschlossen. Also hier haben wir jetzt quasi in der ehemaligen Tür, die haben wir genommen und haben hier unsere ganze Verteilung reingesetzt, sowohl Fußbodenheizung, hier kommen wieder die Anschlüsse für die ganzen Raumthermostate hin und hier ist dann für diese Etage die ganzen Sicherungen. Und das wird natürlich hinterher nicht ganz so schön sein, dass wir hier diese ganzen Kästen haben und hier habe ich mir schon so eine Holzverkleidung vorgestellt, die man dann aufklappen kann, dass man dann das nicht so sieht. Dann weiter, hier stehen auch überall schon die Bautrockner, weil man bringt ja so viele Feuchtigkeit rein und wir haben auch überall hier
Heizlüfter stehen, dass das hier schön warm ist. Hier ist das neue Badezimmer. Hier sind die ganzen Anschlüsse da. Da kommt die Dusche hin, da ist auch wieder bodenflacher Ablauf. Hier ist das Waschbecken, kommt auf die Seite. Und dann haben wir auf der Seite WC und Pissoir, dass ich schön im Stehen pinkeln kann. Das feiere ich mega. Ich auch. Hier ist jetzt quasi das hintere Zimmer, dieses... Was war das früher? Ich weiß gar nicht, was für ein Zimmer war. Das war einfach auch, ich glaube, das also ein Arbeitszimmer. Eine Rümpelkammer. Und das wird jetzt erstmal, wenn wir hierher unterziehen, wird das erstmal Lettys Zimmer. Genau. Und hat jetzt auch eine Gartentür hier, man genau. kann hier rein und raus gehen. Und später wird es dann ein Wirtschaftsraum. Und deshalb haben wir hier auch nochmal Anschlüsse für warmes und kaltes Wasser. Damit man hier den Hund waschen kann oder, weiß ich nicht, dreckige Schuhe, dreckige Klamotten und. Man kann mit dem Auto hier vorfahren genau. und kann dann hier... Einfach nur noch abladen. Einfach abladen und hat das dann direkt drin. Und man kann dann mit der gewaschenen Wäsche hier quasi rausgehen. Und sie wegschmeißen. Und sie dann direkt... wegschmeißen. Nee, aber man ist dann hier direkt an der Treppe und kann dann hier runtergehen und kann unten im Garten die Wäsche aufhängen. Weil das ist ja nun mal so bei der Hanglage. Aber das ist doch, das funktioniert richtig gut. Ja. Das ist auch richtig schön jetzt geworden. Also das ist wirklich schön. Was wir jetzt diese Woche noch machen müssen, wir müssen das alles leer räumen, damit der Estrich dann hier rein kann. So. Kommen wir hier hinten in das ehemalige Schlafzimmer von der Wohnung. Das ist vollgestellt. Hier ist noch ein bisschen vollgestellt. Hier stehen noch die alten Türblätter. Hier steht noch ein bisschen Gerumpel. Hier steht noch die alte Scheibe von unserem Balkon damals. Und die Balkontür, die will ich aber aufbewahren, weil das werde ich in die blaue Hütte bauen. Weil die blaue Hütte, die ja da wegkommt, die wandert runter in den Garten und wird eine Sauna. Und da werde ich dann diese Scheiben einbauen. Hier hat sich eigentlich nicht so viel geändert, bis auf, dass es halt ein neues Fenster hat. Das Fenster ist jetzt auf der Seite fest verglast und hier ist es zum Öffnen. Und wenn man es öffnet, hört man auch direkt den Bach. Genau, und das wird das Gästezimmer bzw. unser Schlafzimmer. Genau, das noch nicht geöffnet hat. Für den Übergang, wenn wir jetzt von oben runterziehen, wird das hier das Schlafzimmer und dann das Gästearbeitszimmer. Wenn wir zum Ende des Ganges... Man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi. Man weiß im Leben vorher nie genau, was kann die. So, kommen wir in die Küche. Das ist unsere Küche. Und hier wird unsere Terrasse sein. Hier ist die Tür, hier war ja früher ein Fenster. Und hier sind die ganzen Anschlüsse. Kommt der Küchenblock hin? Mit dem, also ich stehe jetzt quasi vor unserem Küchenblock und würde jetzt so kochen. Bekommt dann das Kochfeld. Dann hier ist der Kühlschrank, Arbeitsfläche und hier ist die. Hier kommt die. Mir fällt das Wort nicht ein. Kind läuft rum, ich bin direkt beim. Hier kommt das Waschbecken hin. Dann kann man halt, das Schöne ist, dass man halt beim Kochen einen wunderbaren Blick nach draußen hat. Oder auch zu seinen Gästen, der ja auch wunderbar ist. Oder wenn man hier am Spielbrett steht, kann man auf sein Lendi gucken. Das ist natürlich auch wunderschön. Ja. Und jetzt überlegen wir nämlich gerade, was nämlich noch so das Ding ist. Machen wir hier vielleicht den Sitzbereich und machen hier eher so Sofa und haben dann da die Küche und stellen hier hin einen großen Tisch und haben hier das Sitzfenster oder machen wir hier eher so sitzen, das habe ich mir erst gedacht. Und machen hier so Sofa, Sitzfenster, hier der Kamin, hier könnte dann der Fernseher stehen. Oder machen wir doch hier irgendwie so ein Sofa, irgendwie das hier so steht, in den Raum, dann da der Kamin und
Ja, das müssen wir mal ausprobieren. Weil hier kann halt auch gut der Esstisch stehen und man sitzt hier so und hat dann hier einen wunderbaren Ausblick. Wirklich, kommt mal her und guckt euch mal das an, wenn man hier quasi so sitzt, wie ich jetzt hier stehe und du quasi hier so rausguckst. Und du hast dann so den Blick hier, das ist schon ziemlich geil. Hier bauen wir gerade noch einen Messestand, weil wir ja wirklich nichts zu tun haben. Wir sind nämlich nächste Woche auf der Messe in Essen bei der Reise Camping. Also wenn ihr zufällig aus dem Ruhrgebiet oder Umgebung seid, kommt doch gerne mal vorbei. Da sind wir mit dem Auto auch, das wir nächste Woche vorstellen werden, hier auf YouTube. Und hier sind ein paar Bäume für Lichterketten für die Messe, weil wir unseren Messestand natürlich auch selber bauen. So, ja, das ist der große Raum hier und ich finde, es sieht schon super wohnlich aus dafür, dass wir jetzt hier klar so sind. Und also man kann sich auf jeden Fall zu 100% vorstellen. Genau, und jetzt haben wir auch mal wieder ein bisschen Luft und dann kommt auch die Arbeit, die mir dann Spaß macht, der Innenausbau und die Innen, der Boden, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Da haben wir auch ein, zwei Ideen, da müssen wir gucken, ob die eine funktioniert, sonst nehmen wir die andere. Und natürlich die Wandgestaltung und so weiter und so fort. Also das wird schon noch spannend. So Freunde, das ist der Stand der Dinge im Moment. Haut auf den Like, haut auf den Abonnieren-Button und wir sehen uns beim nächsten Mal und schaut bei Blinklist vorbei. Und ihr wisst, der Weg lohnt sich.